Tears of the Kingdom ist nun schon seit über einem halben Jahr draußen und ich muss euch sagen, dieses Spiel ist kaputt. Denn während dieser Zeit war die Speedrunning und Glitchhunting Community sehr aktiv und hat so viele Glitches und Tricks gefunden, dass wenn ich die alle in ein Video packen würde, würde dieses sehr lang werden. Ich speedrunne Tears of the Kingdom schon seitdem es draußen ist und hatte sogar zwischendurch den Weltrekord in Endy%. Und ich möchte euch einmal meine Lieblings-Movement-Glitches und Tricks zeigen. Also alles, was dafür sorgt, dass wir uns schneller und effizienter bewegen. Wir fangen ganz simpel an, mit einer Methode Fallschaden zu neutralisieren. Dafür canceln wir einfach einen Dive mit B und an der nächstgelegenen Wand zu sliden und keinen Fallschaden zu bekommen. Aber was ist, wenn wir keine Wand in der Nähe haben? Na dann erschaffen wir einfach eine. Denn genau das machen wir nach diesem Intro. Wir fangen an zu diven und spawnen dann beim Diven einen Gleiter. Dieser flippt komplett, wir halten uns daran fest. Spawnen einen Gleiter, halten uns daran fest, um den Fallschaden zu neutralisieren. Spawnen einen weiteren Gleiter, landen darauf. Und können damit ganz einfach zum Konstrukt fliegen. Das Ganze spart in der Endy%-Route 20 Sekunden und das ist einiges an Zeit in diesem Gun. Die nächsten drei Glitches, die ich hier zeigen möchte, bauen aufeinander auf. Denn wenn man diese zusammen benutzt, haben sie ein Riesenpotenzial, um eine Menge Zeit zu sparen. Der erste der drei Glitches ist Skew. Skew kommt manchen vielleicht schon aus Breath of the Wild bekannt vor, da hat das nämlich auch funktioniert. Alles, was Skew macht, ist einen Winkel, auf dem wir einen Schildjump machen, zu speichern. Und diesen Winkel können wir dann beim nächsten Schildjump wieder anwenden. In Tears of the Kingdom hat Nintendo aber dafür gesorgt, dass es nicht ganz so einfach ist. Und hat einen zweiten Check eingebaut, bei dem unser Winkel kontrolliert wird. Das können wir aber umgehen, indem unser Schild niemals den Boden berührt. Und wenn wir jetzt mit einer Bombe einen neutralen Schildjump machen, fliegen wir einfach links gegen die Wand, weil unser Winkel nach links gezeigt hat. Der zweite der drei Glitches ist der Super Bomb Jump. Und zwar, wenn wir einmal einen Bombjump machen, dann seht ihr, wir kommen relativ hoch, wir würden es locker schaffen, da hochzukommen. Aber mit einem Superbombjump, und zwar, indem wir in genau im richtigen Frame springen drücken, sobald wir aufkommen, fliegen wir um einiges höher und sterben sogar fast an Fallschaden. Der letzte der drei Glitches ist Arrow Smuggling. Arrow Smuggling ist ein wenig zu kompliziert zu erklären. Allerdings, was wir machen, ist Link überladen mit Bögen, Schwertern und Schilden. So, und jetzt seht ihr schon, da fallen Sachen out of bounds. Und zwar, was jetzt passiert, wenn Link überladen ist, er equippt seine Waffen nicht mehr, sondern die fallen auf den Boden, wenn ich die equippe. Ihr seht, ich habe gerade keinen Bogen in der Hand, da fliegt auch irgendwo ein Pfeil und der Bogen liegt da auf dem Boden. Diesen fusioniere ich an meine Waffe und wenn ich jetzt mein Schild droppe, seht ihr, da fallen ein paar mehr Schilde runter. Dasselbe wird auch mit Bögen und Waffen passieren. Und was das jetzt gemacht hat, ist, dass ich Animationen abbrechen kann, die ich normalerweise nicht abbrechen kann. Wie zum Beispiel den Sprungangriff. Ihr seht das, ich mache keinen Sprungangriff, sondern ich gehe einfach ein Stück nach oben. Das Ganze kann ich unendlich hintereinander machen. Und kann so unendlich Höhe gewinnen. Und das Ganze geht noch besser, wenn ich keine Pfeile habe. Denn dann gehe ich nicht in Bullet Time und kann das einfach unendlich machen. Und das Schöne an diesem Glitch ist, dass ich keinen Speed verliere. Und wenn ich jetzt alle drei Glitches hintereinander mache, mir erst einmal Skew hole. So. Dann eine Bombe an mein Schild fusioniere und sagen wir mal, mich hier hinstelle. So. Und dann noch einen Superbombjump mache. Dann kriege ich einfach noch ein Bombenschild. Und wir fliegen einfach über das Konstrukt, was hier normalerweise ist. Und skippen seine Cutscene. Ihr seht das da, das Konstrukt steht da noch, unberührt. Aber die Cutscene wird nicht abgespielt, die normalerweise spielen würde. Und das Schöne an Arrow Smuggling ist, Arrow Smuggling hat auch alleine eine ganze Menge Potenzial und funktioniert auch so super. Denn mit einem gewissen Setup kann ich hier einen Winkel ausnutzen, um direkt bis Ultra Hand zu fliegen. Und schon sind wir da. So einfach ist das. So, aber genug über Endy%. Lasst uns über All Dungeons reden, denn dort legen wir ja um einiges mehr Distanz zurück und haben auch mehr Werkzeuge, mit denen wir arbeiten können. Zum Beispiel Raketen. Der nächste Glitch, über den wir reden, ist Fuse Entanglement Pocket Rocket. Dieser Glitch sorgt dafür, dass wir einen Gegenstand, zum Beispiel diese Rakete, an zwei Gegenstände gleichzeitig fusionieren. In diesem Fall unsere Waffe und unser Schild. Ihr seht jetzt, ich habe an dieser Waffe eine Rakete und an diesem Schild eine Rakete. Das ist auch wirklich dieselbe Rakete und das ist wichtig, weil wenn wir diese jetzt kaputt machen, dann ist diese Rakete von meinem Schild auch weg. Beide weg. Also, selbe Rakete an zwei Gegenstände fusionieren. Und das sorgt dafür,
dass wir die Animation von der Schildrakete canceln können. Normalerweise, wenn wir eine Rakete am Schild triggern, dann geht diese, bis sie leer ist. Allerdings macht die das nicht, wenn sie an der Waffe ist. Ihr seht, die geht immer wieder aus. Allerdings denkt das Spiel, dass die Rakete, die am Schild ist, die ist, die an der Waffe ist. Das heißt, wir können diese immer wieder abbrechen. Und das sieht dann so aus. Und das können wir unendlich lang machen. Und ihr seht, es ist ziemlich schnell. Sehr, sehr schnell. Für kurze und mittlere Distanzen ist das optimal, um irgendwo hinzukommen. Aber was machen wir für lange Distanzen? Für richtig lange Distanzen. Denn wenn ich jetzt von hier zum Beispiel zur Gerudo-Wüste gehen wollen würde, wäre das ziemlich langsam und wird ziemlich lange dauern. Danke, Sidon. Dafür gibt es auch einen Glitch. Und zwar den ABC Slide. Und wie der Name schon sagt, Autopilot Cancel, nutzen wir dafür die Bautomatik-Fähigkeit. Denn diese ist ziemlich kaputt. Erstmal können wir diese Baupause spawnen. Dann können wir diese im selben Frame spawnen und abbrechen. Das hat nicht geklappt. Das hat geklappt. So, und ihr seht schon, ich habe wieder komplette Kontrolle über Link, aber die Sachen schweben noch vor uns her. Und wenn ich jetzt diese durch richtige Gleiter ersetze, na, geht ran. Und dann es schaffe, mich dort drauf zu stellen, kann ich mich sehr schnell bewegen, da das Spiel immer versucht, diesen Gegenstand vor mir zu behalten. Naja, das ist jetzt nicht so schnell, aber ich bin auch auf der falschen Mission. Denn auf 1.1 und höher sieht das Ganze so aus. So schaffen wir es von der Startergeron bis zu den Ornis in gerade mal etwas mehr als einer Minute. Und in dieser Zeit sind auch noch eine Menge kleinere Ladebildschirme, weil das Spiel nicht hinterherkommt, weil wir uns viel zu schnell bewegen. Es gibt ja noch viele weitere coole Glitches wie Ragdoll Clip, Sackel, um Gandalf zu one-shotten und viel mehr. Aber über diese möchte ich ein eigenes Video machen und wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.